Hallo, mein Name ist Dr. Christa Bongert. Ich leite die kardiologische Abteilung der Klinik Höhenried. Als Kardiologin in der Rehabilitation ist mein Arbeitsschwerpunkt die Nachbehandlung von Herzpatienten nach Eingriffen und Operationen. Wir vermitteln den Patienten unter anderem, wie sie einen gesunden Lebensstil umsetzen können. Gesundheit ist unser höchstes Gut. Leider zeigen die aktuellen Zahlen, dass die Menschen im täglichen Leben sehr nachlässig mit ihrer Gesundheit umgehen. Die ungesunde Lebensweise hat insbesondere Auswirkungen auf unser Herz-Kreislauf-System. Sie fördern die Entwicklung von Diabetes, Herzinfarkt und Schlaganfall. Zu einer ungesunden Lebensweise gehört neben dem Rauchen und der ungesunden Ernährung vor allen Dingen der Bewegungsmangel. Schon Kinder bewegen sich heutzutage deutlich weniger als noch vor einigen Jahrzehnten. Sie werden mit dem Auto zur Schule gefahren, der Schulsport fällt aus und der Sportverein hat an Attraktivität in der Freizeitgestaltung verloren. Das führt dann dazu, dass sie auch als Erwachsene wenig Bewegungserfahrung haben. Somit leistet dies auch Vorschub zu einer frühzeitigen Entwicklung einer Herz-Kreislauf-Erkrankung. Früher traten Herz-Kreislauf-Erkrankungen vornehmlich im höheren Lebensalter auf. Heute erleiden zum Teil schon jüngere Menschen einen Herzinfarkt. Dabei sind Männer häufiger betroffen als Frauen. Das liegt vor allen Dingen daran, dass die klassischen Risikofaktoren bei Männern häufiger vorkommen als bei Frauen. Zum Beispiel Bluthochdruck, eine Fettstoffwechselstörung, Übergewicht und Männer rauchen auch häufiger. Darüber hinaus gehen Männer seltener zu Vorsorgeuntersuchungen, sodass die gefährlichen Risikofaktoren auch nicht entdeckt und behandelt werden können. Wenn dann ein Herzinfarkt aufgetreten ist, wird man zunächst in einer Akutklinik behandelt. Das Herzkranzgefäß wird wieder eröffnet durch einen Stent oder eine Bypass-Operation. Im Anschluss an diese Akutbehandlung schließt sich sinnvollerweise eine Rehabilitationsbehandlung an. In dieser Rehabilitationsbehandlung lernen die Patienten ihre Risikofaktoren kennen und wie sie diese Risikofaktoren positiv beeinflussen können. Ein ganz wichtiger Bestandteil der kardiologischen Rehabilitation ist die Bewegungs- und Sporttherapie. Die Patienten lernen dort, wieder das Vertrauen in ihren eigenen Körper zurückzugewinnen. Ein Teil ist das Ausdauertraining, zum Beispiel Ergometerfahren oder Nordic Walking. Ein weiterer wichtiger Teil ist aber auch Kraftausdauertraining, was nachgewiesenermaßen einen ebenfalls sehr positiven Effekt auf das Herz-Kreislauf-System hat. Im Übrigen lernen die Patienten in der Rehabilitation auch ihre Belastungsgrenzen kennen, damit sie sich nicht überlasten. Ziel ist es, dass die Patienten die Übungsanregungen mit nach Hause nehmen können und dort in ihr tägliches Leben integrieren können. Denn auch nach der Krankenhausbehandlung ist die regelmäßige körperliche Aktivität wichtig, um die Risikofaktoren im Griff zu behalten und die Herzgesundheit zu fördern. Vor allen Dingen deshalb, weil die Herzerkrankung lebenslang behandelt werden muss, damit sie nicht weiter fortschreitet. Körperliche Aktivität ist ein einfaches Mittel, Herzerkrankungen vorzubeugen und ein wichtiger Bestandteil in der Nachbehandlung nach einem Herzinfarkt. Gut angeleitete Übungen zu Hause oder in einer Herzsportgruppe durchgeführt, sind risikoarm und machen darüber hinaus viel Spaß. Im Folgenden zeigen wir Ihnen einige gut geeignete Übungen, die Ihre Muskulatur kräftigen und für Herzpatienten sicher und einfach durchführbar sind. Weitere Informationen und Übungen zum Thema Herzinfarkt finden Sie in den folgenden Filmen und in unserem Experten-Talk.